Ja, hallo, Hui Andi hier. Tja, ich war jetzt eine ziemlich lange Zeit weg, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil ich jetzt 10 Tage im Urlaub war während der Ferien, dazu sind sie ja da. Ja, okay, der Urlaub war nicht unbedingt so nach meinem Geschmack, aber war eigentlich okay. Jedenfalls, es gab auch einen anderen Grund, mein PC ist sowieso Schrott. Also gewesen. Das Netzteil war irgendwie kaputt und hat sich dauernd überhitzt und ist abgestürzt. Aber jetzt haben wir Neues und das geht wieder und ja, ich weiß gar nicht mal, ob euch das überhaupt interessiert. Jedenfalls, ich versuche jetzt wieder anzufangen, in den Let's Play-Alltag wieder reinzukommen. Ich habe ja vor den Ferien so ganz groß versprochen, ich werde mehr Videos machen und haha, was ist daraus geworden? Gar nichts, blöder PC. Jedenfalls eine uralte Folge Super Mario Galaxy 2 habe ich bereits wieder hochgeladen. Müsste mittlerweile auf YouTube sein, habe ich ja schon sowieso gesehen. Und was ist das jetzt für ein Video? Was könnt ihr hier erwarten? Nun, das ist jetzt so. Vor einiger Zeit hat All This Noise, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, All This Noise, so ähnlich, hat jedenfalls vor einiger Zeit ein Video gemacht mit dem schönen Titel Zusammenhalt der Let's Player. Darin geht es darum, dass er alle Let's Player auffordert, ein Spiel zu spielen. Ein Spiel, das jeder Let's Player Let's Playen soll, um dem sogenannten Let's Player-Krieg entgegenzuwirken, den ich eigentlich ein bisschen lächerlich finde. Aber ich finde das trotzdem eine ganz schöne Idee und habe mir gedacht, da mache ich mal mit. Dann gibt es ein Spiel, das jeder mal Let's Played hat. Und dann herrscht Frieden. Ursprünglich habe ich gedacht, das ist eigentlich nicht so toll, aber jetzt denke ich, wenn das alle machen, mache ich es halt auch. Und zwar spielen wir das epischste Spiel aller Zeiten. Wir spielen Bams. You have to burn the rope. Ja, vielleicht kennt's einige nicht, vielleicht kennt's einige. Ich kenn's, also es ist kein Blind-Spiel. Es ist mein erstes Let's Play, genau genommen, das nicht blind ist. Wir können springen mit der Leertaste. Äxte schießen mit der Shift. Ich hoffe, der Ton ist nicht zu laut. Ich habe Probleme, das einzustellen ein bisschen. Ja, machen wir uns auf den Weg. You have to burn the rope. A Marzipan Game. A Marzipan Game. Okay, dann so. Ja, Musik. Gemacht von Henrik Namark oder so. Komischer Buchstabe. Naja. There is a boss at the end of this tunnel. Da ist ein Boss am Ende dieses Tunnels. Danke für den Hinweis. Oh mein Gott. Ich kann ihn mit meinen Waffen nicht verletzen. Was? Warum habe ich sie dann? Ich kann mit meinen Äxten den Boss nicht verletzen. Das ist schlecht. Um ihn zu töten, musst du das Seil durchbrennen. Okay. Viel Spaß. Danke. Okay, wir haben es gehört. Da erwartet uns gleich ein Boss. Wir können ihn nicht mit unseren Waffen besiegen. Wo holt er die eigentlich raus? Mal nebenbei bemerkt. Egal, wir müssen das Seil durchbrennen, um ihn zu besiegen. Seid ihr bereit für den epischsten Bosskampf der Videospielgeschichte? Los, ich bin gefangen! Okay, Boss? Wow, da ist der Grinning Colossus! Stirb! Friss Äxte! Verdammt! Ich glaube daran, ich kann ihn mit den Äxten besiegen. Seht ihr, die Energieleiste nimmt ab. Man kann es schaffen, glaube ich. Hoffe ich, vielleicht. Ach, vergiss es. Weißt du was? Du kannst mich mal. Ich springe hier hoch, ich schnapp mir eine Fackel. Du kannst mich mal irgendwo sonst wo lecken. Weißt du, und so halt, ne? Ich springe jetzt ganz geskillt über das Dach und I have to burn the rope. Die, Monster! You don't belong in this world! Er ist tot. Super, jetzt bin ich ein Held. Yay! 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 Ja, das war Let's Play You Have to Burn the Rope. Danke fürs Schauen. Danke. Ja, das stimmt. Ja, so hieß der. Hehe. Ja, das stimmt.
I'm so awesome. Oh ja, das habe ich getan. Ja, damit wäre dieses Let's Play wohl beendet. Wie ihr seht, ist es ein sehr langes Spiel, es hat sehr lange gedauert. Ich bin froh, dass ich es endlich durch habe. Es ist sogar das erste Let's Play, das ich beendet habe. Wow! Und ich habe sogar noch Videozeit. Ich sing mal. Now you're a hero. You managed to beat the whole damn game. We're happy you made it. But how are you gonna spend the rest of this day? Maybe watch a video. Maybe press refresh and start again. Yes, it's over now. Ach, echt? We didn't want to make a longer game. Oh. This is it, I swear it's. Ja, okay, langsam hab ich's verstanden. Oh yeah. Now you're a hero. You managed to beat the whole damn game. Okay, ich höre mal auf, euch mit meiner Stimme zu quälen. Ja, was werde ich den Rest des Tages wohl machen? Zum Beispiel. Das war Let's Play You Have to Burn the Rope. Das sage ich jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal. Warum steht da Game Over? Ich habe das Spiel geschafft. Da müsste You Won stehen oder sowas in der Art. Naja, egal. Ich bedanke mich, dass ihr dieses epische Let's Play geschaut habt. Und man sieht sich beim nächsten Mal. Bis dann.